wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Vom 2. September bis zum 4. September 2022 findet in Thüringen die Drittauflage des Tings der Titanen statt. Motto des 3-Tage-Seminars wird diesmal Pluriversum – eine andere Welt ist möglich sein. Damit wollen wir ein weithin vernehmbares Zeichen gegen den notorischen Selbstbetrug der bunten Republik setzen. Während die bunte Republik sich selbst feiert, ist sie ökonomisch betrachtet, wenn kein Sanierungsfall, so doch zumindest ein Land, das dringend der Restrukturierung bedarf. Angestimmt wird ungeachtet dessen weiterhin das Lied des Märchens vom reichen Land. Dabei ist die Infrastruktur heruntergekommen, die von der unsäglichen Flüchtlingskanzlerin zur Chefsache erklärte Digitalisierung weist das Niveau eines Entwicklungslandes auf und schließlich steht das gesamte Sozialsystem wegen völlig fehlgeleiteter Zuwanderung und dem zumindest billigend in Kauf genommenen Volkstod von uns Deutschen vor dem Kollaps. Geistig-politisch ist die Bunte Republik als Verfallsform Deutschlands so weit heruntergekommen, dass sie dringend abgewickelt werden muss. Die derzeitige, sehr bedauerliche Episode der Geschichte Deutschlands, in der nach dem Marsch durch die Institutionen der Neomarxismus alle Festen unserer Gesellschaft einreißen will, hat zudem zu einem allgemeinen Klima der Angst geführt, in dem nicht mehr gesagt wird, was man wirklich denkt, sondern nur noch das, was vom linken Tugendterror geduldet wird. Die Gängelung des Bürgers durch einen angeblich liberalen Staat, der immer mehr Vorschriften erlässt und die Handlungsfreiheit des Individuums zunehmend einschränkt, sowie Eigentumsrechte durch ökototalitäre Maßnahmen beschneidet, werden wir als politische Rechte und damit als Bewegung für die individuelle und kollektive Freiheit konsequent beenden. Durch deutsche Lande muss wieder der Geist der Freiheit wehen. Der Geist ökonomischer Handlungsfreiheit und uneingeschränkter Meinungsfreiheit. Jenseits des linken Tugendterrors und des immer enger werdenden, geduldeten Meinungskorridors wollen wir bei der Drittauflage des Tings der Titanen zeigen, dass eine andere Welt, ein Pluriversum der Meinungsvielfalt möglich ist. Als Redner und Mitwirkende haben ihr Kommen bereits zugesagt Nicole Schneiders, Frank Krämer, Frank Rennecke, Nikolai Nerling sowie Vendetta. Wie immer erwarten wir prominente Überraschungsgäste. Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine nicht öffentliche Veranstaltung handelt. Teilnehmen kann nur, wer sich angemeldet hat, uns persönlich bekannt ist und die Teilnahmegebühr entrichtet hat. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Örtlichkeiten begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Ein letzter Hinweis: Entsprechend des Mottos Pluriversum, eine andere Welt ist möglich, sind die Redner völlig frei bei ihrer Themenwahl. Lasst euch überraschen, die Redner werden auch uns überraschen.